Herzlich willkommen zurück zu Anstoß 3. Jetzt die dritte Folge am Stück. Die Stimme beschwert sich schon ein bisschen, aber ich mache das jetzt trotzdem. Unter der Woche ist das immer schwierig mit Aufnehmen. Und wir haben ja schon Montag. Von daher muss ich da jetzt durch. Ihr im gewissen Teil auch. Genau, letztes Mal habe ich ganz viel auf die Transferliste gesetzt. Wir führen derzeit immer noch die Tabelle an. 6 Punkte auf Erfurt. Da geht noch, kann noch viel passieren. Zum Guten wie zum Schlechten. Und unser nächster Gegner ist dann schon der Tabellenvierte, Hansa Rostock. Das ist schon ein richtungsweisendes Spiel. Wenn wir gewinnen, haben wir Rostock erstmal gut auf Abstand mit 10 Punkten. Wenn wir verlieren, sind sie wieder ran auf 4. Tja. Ist ein 6-Punkte-Spiel. Tschechien gewinnt gegen Deutschland. Norwegen, England 0-1. Schweden, Italien 1-3. Schottland, Spanien 0-4, Dänemark, Niederlande 1-1. Deutschland damit jetzt wieder ein bisschen unter Druck. Moment. Deutschland jetzt wieder ein bisschen unter Druck. Bosnien gewinnt 13-0 gegen die Schweiz, gegen Israel. Das war nicht so schlimm. Wales, Schweiz 1-1. Na gut. Es geht. Es geht noch. Rostock, deren nächste Gegner. Hier müssen wir wieder auf 2 offensive Mittelfeldspieler stellen. Fiore kommt also rein. 28-7, das ist gut. 15-5, ja, wird schwierig mit dem Tore schießen. Die haben es da ein bisschen einfacher. Na, müsste aber noch passen. Aufstellung ist so. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt hier den wieder raus. Ansonsten lasse ich die Taktik so, wie sie ist. Hat sich ja bisher ganz gut bewährt. Ah ja, genau, das war das. Kann ich das sagen? So, Männer. Jetzt nochmal für alle zum Mitrechnen. Heute geht es nicht um einen Punkt. Es geht nicht um 3 Punkte. Es geht um volle 6 Punkte. Ach, was rede ich? Normalerweise, wenn ich richtig rechne, geht es damit sogar um 9 volle Punkte. Wie kommt er denn auf 9? Ah, Motivationsfähigkeit. Na gut, das Ostseestadion ist holprig. Knapp 8000 Zuschauer wollen sich das Spiel ansehen. Das Hinspiel haben wir tatsächlich verloren. Macht's diesmal besser, Jungs. Schulz weiß nicht so recht, was er machen soll. Läuft mal in die Mitte, nimmt den Ball mit, läuft noch ein paar Schritte. Spielt ihn dann an den Strafraum. Bakcar nimmt den Ball mit, stößt Quiring beiseite und das ist natürlich ein Stürmerfoul. Ansonsten hatte Rostock bisher wohl eine Chance, wenn ich das richtig sehe. Von uns bisher noch sonst nichts weiter. Not back. Kann den Ball ungestört führen, spielt ihn dann nach vorne. Bakcar stoppt den Ball, trottet zum Mittelkreis. Kann den Ball ungestört führen, spielt ihn dann nach vorne. Aber in der Mitte ist da kein Durchkommen. Deswegen habe ich gesagt, spielt viel über links, Leute. Riedel wird nicht angegriffen, als er auf dem rechten Flügel Richtung Grundlinie läuft. Und läuft mit dem Ball bis auf Höhe der 16-Meter-Linie zurück. Passt dann quer. Bischof spielt 22 Meter vor dem Tor. Notbeck aus, dreht sich. Was für ein Hammer. Und Tor. Bischof bringt Rostock in Führung. Das ist schlecht für uns. Direkter Freistoß jetzt für Viktoria Köln. 21 Meter zentral vor dem Tor. Werner läuft an, wie eine Schnur gezogen. Blaswig springt, aber er kommt nicht mehr ran. Und Werner macht seinen zweiten Saisontreffer. Der Ausgleich. Und Notberg setzt sich jetzt mal gegen Bischof durch. Nimmt den Ball mit, läuft noch ein paar Schritte. Schlägt ihn dann nach vorne. Keine Abseitsposition. Bankschart nimmt den Ball mit, der Hacke mit. Aber Hilsner hat aufgepasst und kann zur Ecke klären. Diese wird ausgeführt durch Werner. Er spielt sie kurz zu Koronkiewicz. Der flankt den Ball scharf auf den langen Pfosten. Der Ball dreht sich leicht Richtung Tor. Torwart Blaswig hechtet sich und hat den Ball. Also hechtet. Na gut. Den Fehler hatte ich in der letzten Staffel schon angemerkt. Werner macht ein super Spiel. Und ja, ich hoffe, die zweite Halbzeit läuft ein bisschen besser, Jungs. Okay, war vielleicht noch ein bisschen sehr harsch. Aber Werner macht das 2-1, macht seinen Doppelpack. Klasse. Spiel gedreht.
Und dann hätten wir jetzt schon 8 Punkte auf Erfurt in der Blitztabelle. Das wäre schon super. Gelbe Karte für Willi Evsejew nach einem umstrittenen Handspiel. Holthaus schlägt den Ball über den Platz auf den rechten Flügel. Benjamina stoppt das Leder, flankt aus dem Stand in den Strafraum. Busian nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an. Spielt sofort weiter auf den völlig freien Evsejew. Der schießt sofort. Patzler kommt nicht mehr ran. Eichmeier versucht auf der Linie zu retten, aber er kommt zu spät und der Ball landet im Tor. 2:2. Mist. Wir werden auch mal auf kontrollierte Offensive gehen, ein bisschen Einsatz zeigen. Na, Patzler hier schon wieder mit einer 4,5. Was soll denn das? War doch bisher immer ein verlässlicher Rückhalt. Struth wird kommen für Nordbeck. Und Pandev, naja, ist irgendwie nicht so der Brüller. Brasnic kommt. Bessere Werte. Gelb für Riedel nach einem Foulspiel. Kommt Viertelstunde noch. Da geht noch was. In den letzten 10 Minuten wird jetzt hier nochmal richtig Dampf gegeben. Aber das 2:2, damit bin ich auch schon völlig zufrieden eigentlich. Verlieren ist verboten. Ja, Sascha Eichmeier hat das Tor gemacht. Sehr gut. Und jetzt heißt es natürlich Abwehrriegel. Bälle hinten konsequent raushauen. Und, Riedel ist nochmal da, wechselt den Flügel, aber keiner kommt daran und der Ball landet im Seiten aus. Jawohl. Und das war's. Wir gewinnen 3:2 gegen Hansa Rostock. Das war unglaublich wichtig. Puh. Haben sich von den Rückspielen auch von den Rückschlägen auch nicht beirren lassen. Sehr gut. Ne? Erst hinten gelegen, dann nochmal den Ausgleich kassiert. Sehr, sehr gut. 8 Punkte auf Halle, 8 Punkte auf Erfurt, 10 Punkte auf Rostock. Denn Halle hat gegen Cottbus gewonnen. Erfurt 0:0 gegen Fortuna Köln und Magdeburg hat gewonnen 2:1 gegen Meppen. Doch wir müssen immer ein bisschen gucken, was die Konkurrenz tut. Rostock ist jetzt sogar schon erstmal wieder fast ein bisschen egal. Wahnsinn. Nürnberg möchte uns gerne haben. Aber die stehen auf Platz 18. Nee. Wir bringen jetzt natürlich Viktoria Köln hoch. Also eigentlich gibt es da gar keine Diskussion. Ivan. Boah. Boah. Pontisso. Boah, geht auch so einigermaßen. Pandev und Töpfer kriegen Angebote. Die würde ich tatsächlich beide verkaufen. Also da würde ich dann eher nochmal nach einem Stürmer gucken, beziehungsweise dann später, wenn der Aufstieg feststeht und wir noch ablösefreie Spieler kriegen könnten, wäre ganz gut. Aber Pandev hat bisher, er hat oft schlechte Noten gekriegt und hat jetzt auch nur 6 Tore bisher geschossen. Das ist nicht so wirklich überragend. Der nächste Gegner heißt Chemnitzer FC. Eine schwere Darmgrippe hat ihre Mannschaft erfasst und jeder Spieler verliert böse, geschwächt 2 Motivationspunkte. Außerdem gehen noch 5 Konditionspunkte verloren. Ist ja gemein. So, die Bray Wanderers möchten gerne Goran Pandev haben. Bray Wanderers ist, weiß ich gar nicht, Irland, Nordirland, Wales, sowas um die Ecke rum. Was haben wir denn damals für den bezahlt? 700.000 haben wir bezahlt. Hallo? Also, 350. Also ich möchte ihn jetzt auch nicht verschenken. Das ist ungefähr der Marktwert. Nicht? 335? Gut. Also verschenken will ich es jetzt auch nicht. Dann bleibt er halt nochmal. Sandhausen möchte Töpfer haben und das ist mal so ein Preis, der ist okay. Kann natürlich noch sein, dass er jetzt wieder aufgewertet wird, aber die 500.000 sollten wir mitnehmen. Bisher verdient hat er bei uns 14.000. Ein bisschen was wird noch dazukommen, aber im Grunde ist es ein lohnendes Geschäft. Champions League läuft immer noch. Der nächste Gegner ist Chemnitz.
Wie war nochmal der Wert mit zwei Stürmern im Mittelfeld? Nee, zu schlecht. Dann bleiben wir dabei. Gut, so gut ist der Abwehrwert von denen auch nicht. Von daher ist das okay. Also eigentlich haben sie auf dem Papier keine Chance. Nein, da wollte ich gucken. Ja, okay. Und weil das hier eben so gut geht, nee, da komme ich nicht hin. Schade. Egal. Chemnitz, der nächste Gegner. Müssen wir irgendwas einstellen? Ich glaube nicht. Ja, das passt schon. Wieder ausverkauft. Also wir brauchen eigentlich ein größeres Stadion oder teurere Tickets. Gucken gleich nochmal auf das Geld, wie das aussieht. Gelb für Koch. Ludwig sieht den Weg nach vorne versperrt, trabt auf die linke Seite hinaus, schlägt den Ball rechts vor den Strafraum. Aydin stoppt den Ball, passt auf den rechten Flügel und läuft in den Strafraum. Slavov nimmt den Ball elegant bis zur Grundlinie mit, flankt aus vollem Lauf präzise in den Strafraum. Volleyschuss Aydin, aber klar daneben. Fiore auf Notbeck. Aber der muss sich dringend geschlagen geben im Zweikampf. Bakchard flankt den Ball in die Mitte. Notbeck spielt den Ball nach links hinaus. Bakchard hat alle Zeit der Welt, läuft in die Mitte und sieht, dass Kunst zu weit vor dem Kasten steht. Zieht aus 40 Metern ab und macht den auch noch. Der macht den aus 40 Metern. Aber wieder die Chemnitzer, aber keine Chance. Handel ist aufmerksam. Sehr schön. Und dann verletzt sich Timo Werner. Das ist nicht gut. Eichmeier könnten wir bringen. Ich habe aber keinen Linksverteidiger. Handle könnten wir bringen. Ich habe aber keinen rechten Mittelfeldspieler. Ja, das sind die Alternativen. Oder auf der Bank? Nö. Schulz als Linksverteidiger. Wir haben keinen Innenverteidiger mit. Das ist ja echt Mist. Dann Handle. Handle rüber auf die rechte Seite. Oder hat man nicht noch einen Allrounder? Ja, Notbeck ist Allrounder. Das ist, glaube ich, besser. Und dann bringen wir Struth ins Spiel. Dann müssen wir hier aber auf jeden Fall den wieder rausnehmen. Ich hoffe, er hat sich nicht schlimm verletzt. Freistoß von der rechten Seite für Chemnitz. Torentfernung 21 Meter. Grote läuft an, jagt den Ball voll in die Mauer. Nachschuss Grote und Außennetz. Eieiei. Handle versucht Fran auszuspielen und geht an ihm vorbei. Handle läuft Richtung Strafraum, nimmt den Ball mit, spielt einen Steilpass in den Strafraum. Kein Abseits, Pandev kontrolliert den Ball, wird von Trapp bedrängt. Aber er setzt sich durch und geht vorbei. Pava, sein Pass geht ins Tor aus. Ja, Pandev, ne? Trinks wird von Struth bedrängt, spielt den Ball auf die linke Seite hinaus. Koch flankt den Ball lang, rechts vor den Strafraum, kein Abseits. Aydin nimmt den Ball mit, aber er wird von Notbeck sofort gestoppt. Und dann ist Pause. Also die Offensive macht das ganz gut, die Defensive und, na gut, man gehört zur Offensive. Ich bin nicht sehr begeistert bisher, muss ich sagen. Vielleicht erhöhen wir den Einsatz mal ein bisschen. So richtig verdient ist die Führung bisher nicht. Trapp läuft gemütlich Richtung Strafraumecke, ist nicht in der Lage, den Ball vernünftig zu stoppen. Sehr gut. Nächster Angriff. Struth ist jetzt mal da. Läuft Richtung Mittelkreis, setzt sich energisch gegen Slalowow durch und der tritt ihm von hinten in die Beine. Und dann gibt es da nur Gelb. Was? Direkter Freistoß von der linken Seite für Viktoria Köln aus 19 Meter Entfernung. Handel läuft an und macht das 2-0. Freistöße können wir zurzeit. Ach, das ist gut. Das lässt dann erstmal wieder ein bisschen durchatmen. Außer... Genau, der geht ins Tor und nicht in die Wolken. Aber er geht in die Wolken und dann ist alles gut. Koch mit dem Anschlusstreffer. Villas läuft Richtung Strafraum. Unser Innenverteidiger sieht aber kein Durchkommen, spielt deswegen zurück. Struth versucht jetzt Trinks auszuspielen, aber Trinks setzt sich diesmal durch.
Schauen wir mal, Gronkiewicz, was ist da los zurzeit? Vielleicht doch nochmal lang reinschmeißen? Was ist mit dem eigentlich los, dass der so böse? Privat, ah ja, das war der mit dem Heiratsantrag. Risiko, ja, Risiko, komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder so. Und dann macht Mist, es macht Fran den Ausgleich. Ah. Komm, offensiv, voller Einsatz. Und Pandev, für dich bringen wir Brasnitsch. Komm schon. Zeig nochmal Moral. Nee. 2-2, das war unnötig, finde ich. Werner hat sich noch den Knöchel gebrochen. Na, ganz toll. Ist uns gegen Ende wieder die Luft ausgegangen. Werner hat gefehlt. Chemnitz hatte mehr Chancen. Also ich muss sagen, gegen Rostock war es besser. Magdeburg. Magdeburg hat gegen Fortuna Köln 1-0 gewonnen. Halle gegen... Weiß man nicht. Gegen Zwickau 1-0 gewonnen. Und Erfurt ist, glaube ich, noch mit dran. Rostock ist zum Beispiel erstmal weg. Erfurt 5-0 gegen Lotte verloren. Gegen Osnabrück verloren. Eieiei. Also 6 Punkte Vorsprung auf Halle haben wir derzeit. Wir bleiben aber trotzdem ungeschlagen. Memmingen möchte uns haben. Da lachen wir einmal kurz drüber. Was haben wir hier Schönes? Maloka, Kaputska. Kaputska wäre schön, aber... Können wir vergessen. Handle kriegt ein Angebot. Obwohl, den würde ich eigentlich lieber behalten. Wieso habe ich denn den auf die Transferliste gesetzt? Ein Rekord für die beste Serie aufgestellt. Schön. Warum habe ich denn Handle... Kein Talent. Mal gucken, 1,15 Millionen. Also unter 1 Million geht Handle nicht weg. Denke ich. Oder gibt es da einen guten Ersatz für? Ja. Cordova zum Beispiel, aber das ist ein Joker. Jorgev. Von Dinamo Zagreb. Kann man machen. Uwe Beck, fairer Spieler von Hapoel Tel Aviv. Der war noch mal bei Hannover, oder? Ja, genau. Könnte man machen. Ach, ich habe vergessen. Ja, von Bergen und den haben wir schon. Also können wir Handler eigentlich verkaufen. Mal gucken, wenn es gutes Geld gibt. Dann machen wir das. Ich würde die Folge an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.